Feuertaufe. Das absolute Böse hatte Thanos stark geschwächt und in die Flucht geschlagen. Talia nahm sofort die Verfolgung auf, ohne das herausragende Böse. Willkommen zurück, du in der Nasen popelndes Böses. So hat das Spiel mich gerade begrüßt. Übrigens, immer wenn man ins Spiel geht, dann begrüßt das Spiel einen, oder besser der Sprecher immer einen, mit irgendwelchen lustigen Sprüchen. Egal was, aber heute bin ich ein Nase popelndes Böses. Woher hatte er das gewusst? Ich habe, glaube ich, meine Facecam an. So, los geht's. Das sieht mir aus, dass wir hier irgendwie gegen so eine Roboter kämpfen müssen. Was kriegen wir denn da? Oh, das ist was von mir? Grab Golem. Wir werden sehen. Ich bin ja so gespannt. Die hat ja richtige, schöne, sexy Züge, ne? Das muss ich ihr lassen. Die Spitzohren-Tussi. Thanos war nach seiner Niederlage gegen das absolute Böse geflohen. Talia hatte sofort die Verfolgung aufgenommen, ohne das ultimative Böse erneut zu beschwören. Ach, als ob ich das nicht alleine schaffen würde. Ich trete Thanos in den Hintern. Ich werde ihm die Augen herausreißen und seine Zähne als Xylophon benutzen. Wie auch immer, es war überstürzt. Dennoch hatte Talia ihren einstigen Mentor und Ziehvater in seiner Heimatstadt Sturmluft verfolgt. Dort würde es nun zur finalen Schlacht kommen, denke ich zumindest. Sturmluft. Zeit, den Müll rauszubringen. Vernichtet sie alle. Sturmluft. Für die nicht... nicht spielenden WoW-Spieler, das ist andauernd eine Anspielung immer auf WoW, World of Warcraft. Sturmwind, irgendwann wurde das ja umgenannt auf Deutsch, vorher hieß es Stormwind und hier ist es Luftwind. Die machen die Tore bestimmt vor unserer Nase zu. Pass auf. Eins, zwei. Nein. Talia und ihre Armee betraten die Stadt Sturmluft. Dort waren einige Barrikaden und... Oh, ein Sturmluft. Hinterhalt. Damit konnte natürlich niemand rechnen. Wow. Was denn? Was für ein Hinterhalt. Ich bin ja richtig... Oh, ho, ho. Wie viele Heile habe ich? Zwei. Erstmal die Heiler wegmachen. Alles andere wird danach gemacht. Ich finde die Zwerge mit diesen riesen Schildern so cool. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Cool. Wir machen mal Folgendes. Wir Heiler. Wir machen mal unserem Heiler ein bisschen besser. So, gehen wir weiter, oder? Müssen wir hier runter. Kopf. Ich werde Thanos die Ohren langziehen. Reiß die Bude ein! Gucken wir uns mal ganz kurz die Karte so ein bisschen an. Ich find das immer so ein bisschen, dass ich mittellos bin ohne mein Dungeon. Ich finde das Dungeon meistern oder managen, das finde ich einfach super. Das macht ja so viel Knorke. Heilen wir mal ganz kurz unseren Tank. Ah, bleib mal Platz hier. So.
So wie Blutspritzer. Ich weiß noch damals, Command & Conquer 1, da mussten das, oder bei Zero Hour Command & Conquer, mussten dann die Menschen, das waren ja Pixelmenschen, also wirklich Pixelmenschen, mussten umgemodelliert werden als Roboter, weil manche Länder wie Deutschland zum Beispiel das nicht akzeptiert haben, dass man Menschen tötet. Pixelmenschen. Mhm. Und hier spritzt es nur so nach Blut. Mhm. Was ist? Was ist? Auf sie drauf, die Olle. Thanos war nur einen Katzensprung entfernt. Talia wappnete sich für die kommende epische Schlacht. Was schön an dem Spiel ist, ganz besonders für mich, ich nehme das jetzt mal an, der Sprecher spricht, oder auch die Talia, spricht so oft und so viel in dem Spiel, dass das schon richtig, der läuft durch das Portal, dass das richtig angenehm ist, kann ich mich konzentrieren auf das Spiel und nicht immer quatschen. Talia, du wagst es, mit deiner verdorbenen Präsenz die gesegnete Stadt Sturmluft zu beschmutzen? Und ob, alter Mann. Jetzt wird abgerechnet. Du wolltest mich zu einer erbärmlichen Marionette des Guten machen und als braves Tier präsentieren, dem du das Böse abtrainiert hast. Leugne es nicht! Leugnen? Ha, es stimmt. Ich dachte, ich könnte aus dir etwas Natürliches, etwas Gutes machen. Aber du bleibst derselbe räudige, bösartige Abschaum, der du warst. Das, na und? Das stimmt nicht so ganz. Ich bin auch noch da. Du? Im Ernst? Du hast dich jetzt so lange in irgendeiner Ecke verkrochen und kommst jetzt heraus, um Papa Thanos winselnd um die Beine zu streichen? Ah, dann gibt es doch noch Hoffnung für dich. Interessant. Ha! Zeit zu sterben, alter Mann. Okay, wir müssen uns ein bisschen mehr... bisschen positionieren. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Oh nein. Alles Gute muss sterben. Genug! Es ist genug! Wir beenden das jetzt! Spüre den Zorn alles Guten! Thanos beschwor okay. Eine mächtige Feuersbrunst herauf, die auf Talia und ihre Armee zurollte. Diese unterschied jedoch nicht zwischen Gut und Böse und brannte sich auch in die Stadt Sturmluft hinein. Das reinigende Feuer wird dich erlösen! Ja, so nennen das immer. Ohne das ultimative Böse sah Talia ziemlich alt aus. Ihr blieb nur die Flucht, wenn sie nicht in der Feuersbrunst vergehen wollte. Okay, lauft! Nehmt die Beine in die Hand! Flieht vor dem Feuer! Reibt euch mit einer Creme gegen Verbrennungen ein! Okay. Ich glaube, wir sollen weg. Versuch nicht, den läuternden Flammen zu entgehen, Kind! Diese werden dich reinigen! Nimm das! Thanos griff wieder zum Zauber und ließ Feuer vom Himmel regnen. Offenbar störte es ihn nicht, dass er dabei weitere Teile von Sturmluft in Schutt und Asche legte. So sind die Guten. Kann ich hier? Aha. So sind die Guten. Mach mal alles kaputt. Mama alles. Da! Die Gräber versinken im Boden. Oh, das ist äußerst merkwürdig. Aber egal, die ideale Fluchtroute. Talia darf nicht sterben. Jo.
Hatte gerade eben gedacht, ich muss an diesen Kreisen vorher vorbei und deswegen bin ich hingelaufen, aber das war die dämlich. Feuersbrunst verwüstete große Teile von Sturmluft und wurde immer größer und schneller. Noch ist eigentlich alles gut. Stirb endlich, elender Gutmensch! Gutmensch. Lauf, meine Du entkommst dem reinigenden Feuer nicht so einfach. Und wenn ich die gesamte Stadt niederbrennen muss. Aber wir dürfen sie nicht kaputt machen. Oh Mist! Wie soll ich denn jetzt hier weiterkommen? Ich brauche das absolute Böse! Hilfe! Das absolute Böse war gerade ein wenig beschäftigt. Na gut, dann helfe ich mal schnell. Dieses Mausoleum da drüben war in Wirklichkeit ein Untoter, ein mächtiger Grabgolem. Dieser erhob sich und machte für Talia den Weg frei. Hallo, komisches Ding. Ja. Super, danke. Mein Gott, das hat gedauert. Vorwärts. Flieht in Panik. Nehmt die Beine in die Hand. Braust mit Segways davon. Diese Barrikade sah äußerst stabil aus. Doch für einen mächtigen Titanen wie den Grabgolem würde das kein Problem darstellen. Ach, jetzt soll ich den... Okay. Gut, dann machen wir das mal. Ah, wer ist das denn? Thanos? Votti Vons? Nimm das! Ich glaube, die Feuerbrunst kommt immer näher, ne? Ja, die bewegt sich nach hier. Schnell. Brenne, reinigendes Feuer! Wenn Sturmluft dem Bösen nicht standhalten kann, hat es den Tod in den Flammen verdient. Aber Thanos, was ist nur... Du solltest doch der Gute sein. Ja. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Los, wir müssen weiter. Ja, wir müssen weiter. Der Wasserturm steht da doof im Weg. Grabgolem, kümmere dich darum. Hilfe! Ein paar Helden waren von den Flammen eingeschlossen worden. Leider fehlte die Zeit, um sich an ihrem Leid zu ergötzen. Oder wir nehmen sie mit und retten sie. Und die kämpfen für uns. Ja, ich mach die Stadt kaputt. Thanos macht die Stadt kaputt. Wir machen ja alle die Stadt kaputt. Wir sind gerettet. Danke, böse Kreatur. Ja, okay. Gern geschehen. Mehr oder minder durch Zufall hatte Talia die eingesperrten Helden gerettet. Doch nun war nicht die Zeit, um über solche guten Taten nachzudenken. Die Flammen rückten unaufhaltsam näher. Du machst die ganze Stadt kaputt. Ich mach das doch gar nicht. Ich habe überhaupt ja nichts damit zu tun. Ich kam hier nur zum Urlaub. Besuch. Du glaubst, und du alles. Kannst mir entkommen? Ha! Ich werde auch noch diesen... Hallo? Kann man noch was machen? Das Gute Hallo? Siegen. Oh Mann! Hallo? Jetzt ist der Kämpfen. Völlig wahnsinnig geworden. Entdeckung! Thanos Feuerregen fiel auf die Wälder herab und setzte sie in Brand. Zum Glück für Talia entstanden dadurch neue Laufwege, die ihr das Vorankommen ermöglichten. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Los geht's! Die Feuersbrunst schien sich noch schneller auszubreiten. Talia nahm die Beine in die Hand. Wir haben es gleich geschafft. Los, flieht weiter, ihr Narren! Mir nach! Frauen flieht und Dunkelelfen ihr zuerst! Narren. Das Böse ist unaufhaltbar. Ah, hier kann man sich heilen.
schnell auf. Heilung, Baby! Okay. Nur der Robo hat Heilung bekommen, okay. Kann man da irgendwie an ihm vorbei? Ach, wir müssen immer hier unten lang, ne? Hey! Hallo, kämpfen irgendwer? Oh mein Gott. Das ist das große Problem in diesem ganzen Spiel, dass sie sich einfach irgendwie festhängen und nichts machen. Und dann werden sie zwei oder dreimal getroffen. Meine Talia ist gleich tot übrigens. Ich hätte, glaube ich, die heile... Hinterhalt! Scheiße. Feuerregen. Ah, Talia. Schön, dass du es bis hierher geschafft hast. Lass dich nun durch das Feuer der Göttin reinigen. Scheiße. Thanos, was ist mit dir? Du bist doch der Gute. Du zerstörst Sturmluft. Hoffentlich bin ich wieder voll mit Heilung. Ah, diese Stadt wäre ohnehin gefallen. Sie war schwach und hätte gegen das Böse versagt. Jetzt, nachdem ich sie mit reinigendem Feuer geläutert habe, kann sie gestärkt neu errichtet werden. Aha. So nennt man das. Aber das soll nicht deine Sorge sein, denn es ist Zeit, dich zu reinigen. Oh Gott. Hallo? Der Grabgolem warf sich schützend vor Talia. Eine selbstlose Tat, die man einem Untoten nicht unbedingt nachsagen würde. Letztlich aber bezahlte er sie mit dem finalen Tod. Oh, du lebst noch. Das ist ein Zeichen der Göttin. Sie will, dass ich dich erneut zum Guten bekehre. Nun gut, so sei es. Was? Was war das denn für eine Mission, Mensch? Ich will ihn jetzt endlich mal auf den Kopf hauen, den Typen. Naja, egal. Keine 15 Minuten, bin einfach da durchgerusht. Vielleicht wäre es ein bisschen schwerer gewesen auf... einer Schwierigkeitsstufe Dingsbums mehr. Aber naja, da sonst brauchen wir ja eigentlich nicht mehr kommen. Duke und die Welt ist ja eigentlich alles null geblieben, also außer das Rumlaufen. Egal. Okay, Leute. Das war's, wenn es euch gefallen hat. War eine kurze kleine Folge, aber ist egal. Mal was Kürzeres. Muss ja nicht mal was ganz Langes sein. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis denn. Und Tschüss.